Hallo, herzlich willkommen bei Let's Play Kingdom Come Deliverance Teil 2. Ja, und nachdem wir uns beim letzten Mal ein blaues Auge geholt haben und bei Mutti ausgeweint haben, sind wir wieder am Start und gucken mal, was wir jetzt machen. Nochmal ein blaues Auge holen wollen wir nicht unbedingt. Wir können uns zum Schwertkampftraining begeben, wir müssen noch einen Sack Kohle kaufen und im Wirtshaus vorbei marschieren. Ding, ding. Dann haben wir noch das geklaute Schwert dabei, die geklaute Axt dabei. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Wir müssen mal versuchen, die zu verscherbeln und zu Geld zu machen. Glaub ich. So. Dann gehen wir mal runter. Denke mal. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob wir die Axt verscherbeln können. Wir haben ja jetzt ein bisschen Geld gekriegt vom Vater. Höhe die Kohlen zu holen. Vielleicht erledigen wir das und dann kriegen wir irgendwie ein Übungsschwertchen oder so. Was weiß ich. Wir gehen erstmal gucken hier. Ja. Das hier, der Köhler. Mal gucken. Ja, müsste so sein, ne? Ja. Okay, reden wir mal mit dem hier. Ach, schönen Meister. Tag. Hm. Lass uns handeln, jawohl. So. Kohlen müssen wir kaufen. Wie machen wir das jetzt? 50. Ja, wir hätten gern was davon. Nee, nee, 10 brauchen wir. 10. Annehmen. Was kostet uns das? Überprüfen wir mal den Warenkorb. Nahrung, 10. Ja, wohl nicht ganz korrekt, die Nahrung. Okay, ha. Können wir mal feilschen? Komm, wir feilschen mal. Besprechen wir den Preis. Ja? Ja, wir besprechen den Preis. Okay, feilschen. Jetzt geht's los. Ja, also oben ist unser Sackgeld. Ursprünglicher Kaufpreis. Letztes Gebot des Händlers. Mein aktuelles Angebot. Aha. Ein letztes Angebot, das ein Händler abgelehnt hat. Okay. Gut, schauen wir mal, wie das funktioniert. Du kannst beim Kaufen und Verkaufen feilschen. Wähle die Menge, die du zahlen oder erhalten möchtest. Mit W oder S bestätige mit E. Okay. Der Händler reagiert dann auf dein Angebot. Lehnt er ab, unterbreitet er dir ein Gegenangebot. Wartet auf deine Antwort. Ja, dann probieren wir das mal. So. Fünf. 4,9. Suchen wir mal. Was will er denn haben? Er will 5. Wir bieten 4. Machen wir mal. Erst damit. Du ja, bist egal. 4,6. Okay. Da bieten wir mal 4,3. Wir sind hier fertig. Das führt zu nichts. Das war nicht gut. Nur nochmal versuchen. Lass uns handeln. Okay. Immer noch 10 wollen wir kaufen. Okay. Falschen. Oh je, war gespannt. Selbstverständlich. Ach da. Okay, komm, wir bieten mal. Sind wir mal großzügig. Bieten wir mal 4,3. Ist das genug? Das ist zu wenig, sagt er. 4,7. Wir bieten 4,5. Endlich. Okay. Eine vernünftige Summe. Gut. Dann haben wir ja wunderbar. Sackkohlen haben wir gekauft. Jetzt müssen wir noch ein Bier für Vater kaufen. Vater will nämlich ein Bier trinken.
Schwerttraining? Nee, da wollen wir noch nicht hin. Wir gehen erstmal Bier kaufen. Krämer. Ja. Hier gibt's Bier zu kaufen. Ab in die Kneipe. Ist das dein Ernst, Deutscher? Beleidigst du gerade? Ich beleidige niemanden. Ich sage nur die Wahrheit. Sigismund hat bloß getan, was getan werden musste. Ach wirklich, er musste den König entführen. Musste sein Vetter Prokop in eine Falle locken und auch noch einkerkern? Er musste in Kuttenberg einmarschieren und sie mit einer Armee von Tataren belagern? Warum nicht? Was taugt dieser Wenzel schon als König? Unser Reich wird in seinen Händen zugrunde gehen. Die deutschen Grafen wählten Ruprecht von der Pfalz zum König, weil euer ach so geliebter Wenzel noch nicht mal ihren Reichstagen beiwohnt. Deutschen Grafen? Diese Verräter. Sogar der Papst ist da mit dir gesinnt. Mit dir auch, Matthäus. Was ist denn hier los? Ach, der Deutsche wieder labert nur Scheiße. Was? Hör einfach hin, dann wirst du es schon merken. Irgendjemand muss für Ordnung sorgen und das Reich wieder vereinen. Was kümmern mich bitte die Österreicher? Und heutzutage kommt nicht mal mehr der Teufel persönlich bei all den Päpsten mit. Welcher ist denn der Rechtmäßige, der in Rom oder in Avignon? Hör auf mit der Blasphemie! Ist doch wahr. Wenzel ist schließlich der König von Böhmen. Und der böhmische Adel hält zu ihm. Zur Hölle mit Rosenberg und seiner Kabale. Herr Ratzig ist Wenzels oberster Kriegsherr und blieb dem König gegenüber loyal. Wenn er hören würde, was du gerade sagst, würde er dich wie ein Hund verdreschen. Dein Reichstag wird bald nichts mehr zum Regieren haben. Jobst musste Luxemburg verkaufen, um deinem König zu helfen. Südböhmen gehört Sigismund und... Mein Lieber, du solltest Kuttenberg nicht vergessen, wo Deutsche wie du Sigismunds Füße küssten, um ihre Köpfe behalten zu können. Ja, aber... Werter Herr Deutsch, das ist doch sinnlos. Lass uns über angenehmere Dinge sprechen. Genau meine Rede. Der Deutsche ist zu weit gegangen. Wenzel ist unser rechtmäßiger König. Er ist wirklich ein Idiot. Was können wir tun? Ich glaube, ich hätte da eine Idee. Dieser deutsche Hund verdient eine Lektion. Oje. Sind wir uns einig, oder Fritz? Und wie, Matthäus? Wir sollten ihn ordentlich verprügeln. Bist du verrückt? Willst du am Schandpfahl enden? Ja, hör nicht auf Fritz. Ich habe eine bessere Idee. Bei dem Scheiß, den der Deutsche geredet hat, musste ich an den riesigen Misthaufen denken. Ihr wisst schon, den neben seinem wunderschönen, frisch gekalkten Haus. Denkst du, wir sollten es neu anstreichen? Hey. Ich bin dabei. Also, ich würde es lieber anzünden, wenn ich ehrlich bin. Aber das ist auch gar nicht so schlecht. Und was ist mit dir, Heinrich? Wisst ihr, ich wollte Vater gerade Bier und noch ein paar andere Dinge bringen. Wir stellen Herrn Ratzigs Schwert fertig. Komm schon. Ein paar Handvoll dumm zu schmeißen, wird sicher nicht den ganzen Tag dauern. Und es ist uns nicht die Ehre, des Königs zu verteidigen. Also, Kumpel. Also an für sich würde ich sagen, nee. Aber anscheinend sind wir dabei. Ich bin mal gespannt. Wir haben den Schneider entdeckt, die Schenke entdeckt, die Händler entdeckt. Okay. Was machen wir jetzt? Ein bisschen Action? Sollen wir die machen lassen? Ach, das ist schon wieder eine Entscheidung. Was bringt das, den Typen zu verärgern? Obwohl andererseits mit meinem Kumpel Mist machen. Wir machen Mist mit dem Kumpel. Ach, Vater kann ein bisschen warten. Das wollte ich hören. Ich wusste, du lässt dir diesen Spaß nicht entgehen. Auf geht's. Okay. Ich mach doch ja nichts. Ich komm mit. Dann werden wir mal das deutsche Haus mit Scheiße beschmeißen. Okay. Geh mit deinen Freunden den Angriffsplan durch. Okay. Dann, hier, Fritz. Was sagst du denn? Angriffsplan, aber. Ziehen wir das jetzt durch oder nicht? Warte. Wir müssen nachsehen, ob die Luft rein ist. Warum? Der Deutsche ist in der Schenke. Hast du nach all den Jahren nicht bemerkt, dass er eine Frau und einen Sohn hat? Und? Ist das ein Problem? Ja, ist es. Heinrich, geh und lock sie irgendwie weg. Warum ich? Weil du der Schlaue bist. Genau.
Okay. Also, wir sollen die Frau weglocken. Locke die Gattin des Deutschen weg. Okay, wie sollen wir denn das machen? Bin mal gespannt. Dann mal gucken, was die gute Frau sagt. Was willst du, Junge? Was wollen wir denn? Ein Gatte macht Ärger, genau. Ich kam gerade am Wirtshaus vorbei und dein Gatte redete Unsinn. Ich dachte mir, dass ihn besser jemand nach Hause holt, bevor er Ärger bekommt. Was für Unsinn. Nun, dass Sigismund im Recht wäre und König Wenzel ein Säufer sei, sowas in der Art. Ein paar Leuten hat das nicht gefallen, also dachte ich... Gott Allmächtiger, dieser Narr. Als nächstes fängt er noch mit den Päpsten an. Kann gut sein, dass er auch Päpste erwähnte. Danke, dass du mich gewarnt hast. Hoffentlich erwische ich ihn, bevor er wieder in eine Schlägerei gerät. Ja, rucki zucki, im Mittelalter war die flott dabei, ne? Da rennt die Olle. Los, Attacke, Männer. Hier, fertig. Hey. Geh und räche dich an dem Deutschen, okay. Worauf wartest du, Soldat? Feuert den Tribok ab! Für König und Vaterland! König und Vaterland am Arsch. Häuser einsauen macht einfach Spaß. Das ist fast so gut wie diesen Verräter am Pranger zu sehen. Aber nur fast. Also das wäre wirklich herrlich. Das ist für Sigismund. Wuhu! Frisst Scheiße, Deutsche! Oh oh. Ihr Bastarde! Was zur Hölle glaubt ihr, was ihr tut? Hey Hans, siehst du schlecht? Wir verpassen deinem Haus einen neuen Anstrich. Es ist genauso wie das, was dein alter Herr in der Taverne über Sigismund erzählt hat. Wir tun nur, was wir tun müssen. Oh-oh. Hurensöhne! Ich werde euch verdammt nochmal den Arsch aufreißen! Oh, interessant. Das will ich erst mal sehen. Und was machst du hier eigentlich, Bischek? Mit diesen dreckigen Deutschlingen Händchen halten? Sag mal, möchtest du vielleicht die neueste deutsche Mode ausprobieren? Oh je. Arschloch, das wirst du mir büßen. Jetzt gibt's Haue. Ich muss gleich schon wieder zu Mutti mit verbeulter Nase. Ich bin gespannt. Ha, komm her, du Weichei. Du bist geliefert. Nimm das. Au. Komm her, mein Freund. Jetzt, neu, komm. Jawohl. Der kriegt übelst. Ah, da guckst du. Und ein auf die Maske. Jawohl. Das geht viel besser mit dem da. Haha, der ist erledigt. Okay, der nächste. Richt ein auf die Rübe. Okay, wir hauen ab. Sorry. Was wird das? Wir sind im Recht, wir müssen. Oh. Okay, okay. Wir sind abgehauen. Triff ich mit den Jungs bei Kunisch. Aha, die helfen mir jetzt, den Kunisch zu vermöbeln. Hahaha, sehr gut. So macht das Spaß. Erst Scheiße bauen und dann den anderen verwemsen. Okay, jetzt haben wir her. Wir erst noch das Bier kaufen. Das müssen wir frisch kaufen, hat der Vater gesagt. Sonst wird es zu warm, ne? Okay, gehen wir erst hier Kunisch vermöbeln. Der Saubock. Er hat uns beim letzten Mal auf die Nase gehauen. Ah, jetzt mit ein paar Mann machen wir ihn fertig. Genial. Ah, meine Hühnchen. Bock, bock, bock. Die hau ich besser nicht. Ja, da müsst ihr mal aufpassen, ne? Und hier ungefragt in Häuser reinzugehen ist auch nicht nett. Das mögen die Leute nicht. Wenn ihr dabei erwischt wird, gibt es auch wieder Ärger.
Ach, genial, ne? Super geil, wie es aussieht. Und mittlerweile ist sie richtig gut. Das wundert mich nicht. Hätte die war schon immer geschickt. So. Ab zu Kunisch. Warte mal, diesmal haben wir keinen Verpass bekommen. Ja, der Kunisch ist ein erfahrener Saufbold und Draufbold. Bei dem würde er es schwerer haben, aber wir sind ja zu viert. Ah, ist halt genial. Freut mich. Da ist er. Wir sind hier. Wo sind die anderen Kollegen? Ich bin da. Wohin läufst du? Liegt hier irgendwo der Hammer rum? Den könnten wir ja auch mitnehmen. Aber ich habe schon die verdammte Axt geklaut. Hätte ich das bloß nicht gemacht. Da sind sie. So, Jungs. Er ist weg. Blöder Deutschling. Das war knapp. Ha! Fast wäre ich wegen diesem deutschen Pisser gefasst worden. Eigentlich so. Ah, ist er. Mit wem reden wir jetzt? Mit Matthias, komm. Diesen Kackdeutschen haben wir es gegeben. Ha, das war ziemlich knapp, was? Der alte Sack hatte keine Chance. Ja, aber hoffentlich verpfeift uns Hans nicht, dieser Scheißkerl. Lass ihn doch pfeifen. Was können Sie denn schon groß tun? Nur weil wir ein bisschen Mist geworfen haben. Ein wahres Wort. Den Deutschling kann sowieso keiner. Aha, okay. Und jetzt können wir einen Gefallen tun. Genau. So, dem Deutschen haben wir es gezeigt. Jetzt ist der Nächste dran. Jawohl. Noch eine Abreibung? Sehr schön. Bin dabei. Kuhne schuldet meinem Vater Geld, aber er will nicht zahlen. Also muss ich es aus ihm rausschütteln. Sicher doch. Sehr schön. Eine Hand wäscht die andere. Dann ja, los. So geht das. Siehst du? Ab. Und wir verbrühen den Typen. Ob wir das schaffen? Ich bin gespannt. Kunesch, schwing deinen Arsch raus. Ich muss dir was zeigen. Wo ist er denn? Seh den Kunisch nicht. Machen wir jetzt. Da kommt er. Da hinten ist er. Komm, mein Freund Kunisch. Kommst genau richtig. Hey, hey, hey. Kommen die nicht mit? Allein habe ich Angst. Er kommt schon, er kommt schon. Okay, okay, langsam. Oi, oi, oi. Zu meinen Genossen hier. Was zum Teufel wollt ihr hier? Soll ich euch mit dem Riemen dreschen oder den Büttel rufen? Versuch's doch, alter Saufkopf. Nicht schon wieder ich. Jawohl. Komm und hol's dir. Trau dich. Ich will auch. Lass das. In die Klöten. Volltreffer. Das hat gesessen. Ah. Genug. Sehr schön. Die Leute heutzutage. Es ist nicht viel, aber alles, was ich hab. Kapiert? Verdammt. Bin etwas verkundigt, was ich verkaufen lässt. Einen Schlüssel haben wir gekriegt. Wenn ich mich nicht irre. Lass mal gucken. Kann ich jetzt einfach da reinlatschen? Grünes Hemd. Ohne Schlüssel. Oh je. Hat nur den Schlüssel gegeben. Dann müssen wir nachgucken, was da drin ist. Axt haben wir schon. Rotes Ding ist kaputt. Oder was? Geschädigt. Wir gehen jetzt mal bei Kunisch gucken. Oh. Ich würde gerne speichern. Das geht aber noch nicht. Na, mal Tag. Hat er denn? Setzen, wir wollen es nicht setzen bei dem. Da ist eine Kiste. Aufschließen, sehr schön. Ah nein, aufschließen will ich, mit E. Ich habe da den Schlüssel gekriegt. Wie benutze ich den denn jetzt? Ja, essen wir was, komm.
Wie kann ich denn jetzt das andere wählen? Das würde mich interessieren. Tab. Ah, da ist es doch. Ja, dann nehmen wir mal mit. Alles nehmen, alles uns. Wunderbar. Bin da etwas bei Kuhn, was ich verkaufen lässt. Wir haben ihn schon die Axt geklaut beim letzten Mal. Haben ja Glück gehabt. Die hätten wir jetzt wohl so bekommen können. Mal gucken, was er noch hat. Der Kuhnisch. Sieht alles ziemlich leer aus. Nehmen wir an, die Axt zählt. Hat er noch was? Hat nichts mehr. Sonst ist hier nichts in der Hütte. Haben wir komplett ausgenommen, den armen Kuhnisch. Setzen. Öffnen, ja, öffnen, da ist nichts mehr drin, ne? Ja, ist nichts drin. Ja, an für sich müssten wir noch jetzt fertig sein mit dem Kuhnisch. Hat anständig auf die Nase gekriegt. Gucken wir mal einen Questgeber. Okay. Jetzt müssen wir nur noch ein Bier kaufen und dann zurück zu Vater. Dann haben wir den Weg frei an für sich für den Schwertkampf. Sehr schön. Erledigt. Erledigt ist noch nichts. Okay. Ich würde sagen, wir gehen noch schneller Bier holen. Was ist denn hier? Ein Pferd? Lässt sich das verkaufen. Ah, wir haben eine Axt. Ein Köhler? Nee. Köhler wollen wir nicht handeln. Nee, nee, ich will noch nichts lernen. Noch nicht. Würfeln? Nee, nee, ich will nicht würfeln. Gottes Willen. Diesmal suche ich nach etwas anderem. Das wäre alles. Das ist der Schneider? War mir wie immer ein Vergnügen. Kann ich behilflich sein? Da wäre so einiges. Heinrich, schön, dass du da bist. Oh, Gott, was ist passiert? Habe ich dich angerempelt? Entschuldigung. Ich bin latsch hier rum. Stell dich nicht in den Weg. Alte Ziege. So. Sehr schön. Ach, das gefällt mir. Der hat sich halt dann noch zum Guten gewendet. Aus dem Weg, ihr Hühner. Kriegt ihr auch eine geboxt? Maledeit, wo ist denn... Wo gibt denn das Bier zu kaufen? Hier im Hof. In der Kneipe gibt's Bier zu kaufen, nicht? Hier, Glasbiergeschäft. Jawohl. Gott sei mit. Ach, Bianca, das ist die meine Freundin. Na ja. Grüß dich, meine Liebe. Gut siehst du aus. Du auch, mein Hübscher. Was führt dich hierher? Bier, natürlich. Oh, erstmal loben, ein bisschen einschleimen, immer gut bei den Frauen. Deine Schönheit natürlich. Oh, edler Herr, ich fühle mich geschmeichelt. Was könnte der werte Herr begehren, abgesehen von meiner Schönheit? Bier für Vater, genau. Ich brauche Bier für Vater. Jawohl. Wie immer? Jawohl, einen kalten aus dem Keller. Aber natürlich. Zack, so, sehr schön, sehr schön. Nächste Aufrelief, wunderbar, gefällt mir sehr gut. Hier, bitte. Danke. Echt? Das geht auf mich. Du kannst es am Abend wieder gut machen. Ausgeschlossen, hier. Und heute Abend habe ich noch etwas für dich. Kann's kaum erwarten. Danke. Du kannst dich schon auf heute Abend freuen. Du auch. Ach, übrigens, dieser zwielichtige Kerl hat nach dir gesucht. Maniac? Schätze, ja. Bestimmt ist er einer, der ehrliche Wandersleute bestiehlt. Ich bin froh, wenn er verschwindet. Was in drei Teufels Namen hast du mit dem zu schaffen? Er versprach mir, mich im Schwertkampf zu unterweisen. Was würde dir das nützen? Ach, hör auf.
Du klingst ja schon wie Vater. Genau. Bis heute Abend. Heinrich, ich habe da etwas Spezielles für dich. Ach ja? Und was könnte das sein? Dein Lieblingstrunk. Sehr gut. Ha, du bist ein Engel. Hoffentlich bedankst du dich später entsprechend. Das der Retterschnaps. Ich habe 3 Retterschnaps erhalten. Hier, das Spiel speichert von Zeit zu Zeit automatisch. Beispiel einen wichtigen schnellen Quest. Wenn du schläfst und wenn das Spiel verlässt. Wenn du das Spiel manuell speichern willst, musst du Retterschnaps zu dir nehmen. Siehst du? Jetzt habe ich den Rest nicht lesen können. Verdorrig. Müssen wir nochmal angucken. Danke, geh mir aus dem Weg. Ich komme mit. Ich will die nicht wegschuppen. Fangen wieder an zu meckern. So, wunderbar. Jetzt ab zu Vater. Und da sitzt der, der mir diesen Schwerkampf unterweisen will. Aber erstmal haben wir jetzt alles geschafft. Ach, bin hochzufrieden. Ja. Vielleicht können wir das die Axt noch zu Geld machen. Aber erstmal würde ich sagen, gehen wir zu Vater und bringen den Kram weg, oder? Wir könnten ja mal feilschen. Hier irgendwo habe ich ein Rüstungszeichen gesehen. Schade, dass das auf der Map nicht ein bisschen... Doch, da. Weißt du? Schneider. Der Schmied sieht aus wie ein Schneider. Das ist ein Amboss. Okay. Ah ja, wir sind jetzt. Mein Vater ist ja selber Schmied. Aber ich glaube nicht, dass er mir Schwerter verkaufen wird. Heinrich, jawohl. Schön, dass du da bist. Komm, Kollege. Verkauf mir mal was. Hier. Gott sei mit dir. So, lass uns handeln. Dann sind wir mal gespannt. Was können wir denn für die Axt rausholen? Au, 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 au. Nein, nein, nein. Verkaufen. Wir verkaufen die Axt, ne? Okay, in den Warenkorb. Zack. Okay, Warenkorb überprüfen. Ich komme mal vor wie bei... Jawohl. Jetzt feilschen. Zack. Lass uns über den Preis sprechen. Selbstverständlich. Selbstverständlich. So, was will er rausrücken? Halte 2,5 und ich bin bei 2,9. Gucken wir uns mal die Hilfe dazu an. Ja, das kennen wir aber schon. Das ist mein Geldbeutel oben. Der ursprüngliche Kauf, vielleicht letztes Angebot des Händlers. Okay. Ein aktuelles Gebot. Ja, das kennen wir schon. Probieren wir nochmal zu feilschen. Wir wollen haben 3,3, komm. Und? So kriege ich dich nicht rum. 3,2, wie wäre das? Kommen wir auch einen Schritt entgegen. Halt ist ein Oller Geizkragen, ja? Mit dem Feilschen ist gar nicht so einfach. Ich glaube, wir lassen das erstmal. Wir bringen erstmal die Axt zurück. Vater, können wir auch außen rum gehen? Ne, wir müssen innen durch, seht ihr? Also, ab zurück zu Vater. Ach, Chef. Ja, und mit so einem hier legt euch besser nicht an. Der hat den Zahnstocher. Ja, und ist auch hier... in Blech gekleidet, ja, Entschuldigung. Hey. Und das ist nicht gut, sich mit solchen Leuten anzulegen. Die werden ruckzucki ungarischen Gulasch aus euch verschnetzeln. Ist also nicht so gut. So, okay. Ja, Leute. Wir sind schon wieder bei einer halben Stunde angekommen. Er hat mir sehr gut gefallen, dass wir jetzt, dass wir uns jetzt gerecht haben an den Kunisch. Ja, ich würde sagen, wir starten beim nächsten Mal, wenn wir Vater den Quest abgeben. Hier machen wir Schluss, ja. Und die dritte Folge erscheint heute auch noch, ist hier natürlich verlinkt, ja. Ja, Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ja? Mir gefällt's sehr gut. Ja, was soll ich noch sagen? Umfangreich ohne Ende. Wir hätten hier jede Menge zu lesen und so weiter. Ja, ich hoffe, euch hat's auch gefallen. In diesem Sinne, sage ich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Abriere. Tschüss.